Na gut, jetzt wo wir das Level hinter uns haben, können wir hier in der Piratenhöhle weitermachen. Aber vorher sollten wir uns mal um Ervo kümmern. Der ist ja im Kampf geflohen und hat dementsprechend auch wenig Lebenspunkte. Das heißt, Yallen darf man wieder versuchen. Und ihn hoffentlich nicht umbringen. Yallen kann die Wunde von Ervo nicht richtig versorgen. Schade. Dann müssen wohl ein paar Einbeeren herhalten. Geben wir ihm mal 8 Stück. Man kann nur zwei haben. Na gut. Eins. Zwei. Ist auf der Hälfte seiner Lebensenergie. Ist nicht besonders viel. Wir können noch ein paar Rationen wegwerfen. 14 ist echt eine ganze Menge. Gegenstand wegwerfen. 8 Stück. So, jetzt wirst du gleich jede Menge mehr Einbeeren tragen können. Versuchen wir nochmal. 8. Das schaut schon besser aus. 6 Lebensenergie. 1 Lebensenergie. Nein, nicht angucken. Du sollst die essen. So, eine noch und dann reicht das erstmal. So, 30 von 35. Die anderen müssten einigermaßen voll sein. Boah, Terek 44 Lebensenergie. Gerugon 34. Na okay. Er ist auch ein Mensch. Also ein Krieger. Die haben am Anfang nur 30, glaube ich, waren das. Und Zwerge starten ja schon relativ hoch. Das passt schon. Achso, ich wollte noch gucken, ob jemand belastet ist. Ja, Gwendolyn. Durch Silberschmuck. Okay, sie muss unbedingt beim nächsten Level auf die Körperkraft bekommen. Das geht so gar nicht. Also zum einen, weil es immer nervig ist, das ganze Zeug hin und her zu schieben. Und zum anderen, weil sie dadurch auch mehr Bewegungspunkte bekommt. Achso, reicht schon bei ihr. Alle sind auf 5. Jupp, schaut gut aus. Astralenergie haben wir auch noch voll. Lebensenergie fast überall voll. Sehr schön. Eine Truhe. Da darf Gwendolyn gleich wieder vor. Die Truhe ist leer. Hier könnte noch ein Durchgang sein und da, aber nö. Nirgendwo ein geheimer Durchgang. War also wieder nur so ein Privatraum. Ich denke mal, da und da werden noch solche Räume sein, mit jeweils ein, zwei Piraten drin und einer Kiste. Terek hat keinen Dietrich. Ja, Gwendolyn schon. So, da ist wieder die Kiste. Und tada! Oh, ein Torwaller. Also entweder das ist jetzt ein Handlanger der Piraten oder es ist der Anführer der Piraten. Aber würde der alleine in seinem Raum hocken, ohne irgendwelche Gefährten? Müssen wir mal schauen, wie er sich schlägt. So, du gehst aber mal an die Seite. Du gehst ganz weit weg. Du machst einen Schritt zurück und schießt ihm in den Rücken. Ah, du hast Waffen gewechselt. Gegenstand, Waffe wechseln, Langbogen. Abwarten. Gerugon Randa. Und jetzt müsste er, wo, wenn er das nächste Mal dran ist, automatisch in den Rücken des Torwallers laufen. Genau, jetzt können wir Computerkampf anmachen. Keine Magie. Und es gibt keine Gefahr, dass irgendjemand, der nicht in Nahkampf gehen sollte, in den Nahkampf gehen kann. Und das ging schnell. Habt ihr auch gerade gehört, dass der Torwaller wie ein Mädchen geschrien hat, als er gestorben ist? Ja, komisch. Na gut, ein Silberschmuck kommt mit. 21 Abenteuerpunkte sahen wir auch gerne ein. Und was haben wir hier? Schnaps, 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 Schnaps. Und ein Heiltrank. Heiltränke sind immer gut. Auch wenn sie dementsprechend gleich wieder überlastet ist. So, 5 Heiltränke hat er jetzt schon dabei. So, was sagt die Karte? Oben könnte was sein und im Westen könnte was sein, ist aber nix. Na gut. Dann sind wir durch mit der Höhle? Nee, das glaube ich nicht. Ich stupse mal jede Wand hier so ein bisschen an. Und beim genaueren Hinsehen entdeckt Terek eine Geheimtür in der Wand. Leider gelingt es ihm allerdings nicht, sie zu öffnen. Oh. Okay. Und selbst Gwendolyn gelingt es nicht. Da probieren wir mal ein Foramen. Also einfach so blind gegen die Wand, obwohl Talana gar nicht weiß, dass da eine Geheimtür ist. Auch wenn es die anderen wahrscheinlich ihr sagen könnten. Veränderung? Nein.
Nein, Ervo soll nicht zaubern. Talana soll zaubern. Bewegung. Foramen. Misslung. Das ist jetzt ärgerlich. Also nur ein Charakter mit einer hohen Sinnesschärfe kann anscheinend die Tür finden. Aber sie kann sie nicht knacken. Das ist jetzt komisch. Talente. Sie hat nämlich Schlösser knacken 8 Punkte drauf. Und das Spiel lässt uns jetzt wahrscheinlich nicht neu würfeln. Sonst hätten wir es inzwischen auch geschafft. Na gut, dann gehen wir die Wand einfach mal weiter lang. Und gucken, ob es noch einen anderen Zugang zu diesem geheimen Bereich gibt. Wir wollen immer noch keine Fischsuppe essen. Und da waren die Truhen. Eventuell noch da im Osten. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon geguckt. Nee. Also es gibt echt nur diese eine Ecke. Vielleicht müssen wir einmal kurz raus und dann wieder rein und dann klappt das irgendwie. Ruhen wir uns einfach mal ein wenig aus. Gwendolyn, Tirik und Gerugon halten Wache. Der Rest schläft einfach. Wir würden gerne, sagen wir mal, 4 Stunden schlafen. Nee. Menno. Da geht's nicht weiter. Und wir können auch nicht so jetzt sagen, versucht da das Schloss zu knacken. Was könnten wir noch probieren? Talana hat noch den Transversalis, aber damit kann man sich nur hin teleportieren, wo man eigentlich schon mal war. Außer es ist jetzt hier in Schicksalsklinge anders gelöst. Gucken wir mal ganz kurz. Bewegung. Sie hat Motorikus, damit könnten wir irgendwas levitieren lassen. Und den Transversalis auf -4. Das wird wahrscheinlich eh nichts. Was haben wir noch so im Angebot? Veränderung. Claudibus war, glaube ich, Luft wegpusten, also schlechte Luft. Was war Eolitus? Zaubern wir einfach mal. Und nichts, was wir sehen könnten, ist passiert. Na gut, dann hauen wir mal richtig in die Pfanne und machen jetzt ein Transversalis. Bewegung, Transversalis. Oh, schön, wir können auswählen, wo wir hinwollen. Wir wollen dahin. Da wir noch nicht da waren, geht es aber nicht. Jetzt können wir... Ah, wir können mit dem Cursor auswählen, wo wir hinwollen. Ich kann aber leider nicht nach oben drücken. Nein, ich will den Teleporter nicht durchführen. Ich will eigentlich gerne abbrechen, um die Astralenergie nicht zu verschwenden. Escape klappt aber nicht. Zauberleiter misslungen und keine Astralenergie verbraucht. Ah, sehr schön. Das geht also nicht. Leider gelingt es hier nicht, die zu öffnen. Vielleicht brauchen wir noch 1-2 Level und ein paar mehr Punkte in Schlösser knacken. Aber das ist echt komisch, weil wir sind jetzt schon Stufe 3. So viele Stufen kommen da gar nicht mehr. Na gut, lässt sich nicht ändern. Das heißt, wir müssen jetzt aus der Piratenhöhle hier erstmal wieder raus. Die Luft schlägt euch entgegen, als ihr diesen Ort verlasst. Nach einer kurzen Pause setzt ihr euren Weg nach Brenthil wieder fort. Auch wenn wir nach Brenthil gar nicht mehr wirklich müssen. Denn ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dieser, wie heißt er nochmal, Tiomas Waffenilson, den wir hier in Mandrek suchen sollten. Also den wir im anderen Dorf auch schon versucht haben zu finden, den haben wir schon längst gefunden. Das ist nämlich der Typ, zu dem uns der Druide geschickt hat. Der hat uns ja so eine Art Empfehlungsschreiben ausgestellt und ich bin davon ausgegangen, dass er einfach nur ein Freund war von dem Druiden. Aber es scheint wohl auch ein Nachfahre zu sein. Also können wir den auch schon wieder durchstreichen und wir hätten eigentlich gar nicht zu dieser Insel hier kommen müssen. Aber gut, die Piratenhöhle war ganz schick. Auch wenn ich es schade finde, dass wir jetzt die Geheimtür da nicht öffnen können. Aber das können wir uns für später ja mal merken, wenn wir noch Zeit über haben. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier den Hafen. Oh, sehr schön. Das ist der Zufallsereignis mit der Kapitänsbraut. Im Hafen liegt ein kleiner Kutter namens Chalans Stolz. Mensch, ist das nicht Swaffnet Egilstotters Schiff? Meint Gwendolyn aufgeregt. Und wir schauen uns das Ganze näher an.
Als ihr euch dem Schiff nähert, seht ihr an Bord eine Frau von kräftiger Statur, die mit dem Aufwickeln von Tauen beschäftigt ist. Offensichtlich ist sie in ihrer Arbeit vertieft, dass sie euch nicht bemerkt. Hey da, seid ihr Swafnild Egilsdotter? Erschrocken fährt die Frau von ihrer Arbeit hoch und dreht sich zu euch um. Ja, die bin ich. Und wer seid ihr? Fragt sie mit energischer Stimme. Wir sind im Auftrag des Hetmans unterwegs? Oder wir stellen uns erstmal einfach vor. Und was wollt ihr ausgerechnet von mir? Es geht um Hügelig. Mein Ur-Urgroßvater, der ist doch schon lange tot. Was kann da heute noch interessant sein? Wir können dir die ganze Geschichte erzählen oder gleich auf den Punkt kommen. Sie sieht so aus, als wenn sie gerade in ihrer Arbeit vertieft wäre, also versuchen wir es direkt. Wir suchen eine Karte. Eine Karte? Was für eine Karte denn? Es geht um Hügelig? Anscheinend will sie doch ein wenig mehr wissen, also erzählen wir die ganze Geschichte. Ach so. Na, jetzt weiß ich, worum es geht. Tja, der gute alte Hügelig, dass er so ein Ende nehmen musste. Dieser widerlichen Orks. Und ihr wollt also sein Schwert wiederbringen? Naja, ich will mal nachdenken, wie ich euch weiterhelfen kann. Fragt mal bei Ragnar Fjörnjarsdóttir in Witsand nach. Da waren wir, glaube ich, schon. Ragnar Fjörnjarsdóttir. Ja, das war einer der ersten, wo wir unsere Karten bekommen haben. Unsere ersten Kartenschnipsel. Das bringt uns also nichts. Es gibt noch einen Großenkel von Hügelig, der wohnt in Angbodiertal. Wie war gleich noch sein Name? Ach ja, er heißt Beorn Hjallansson. Angbodiertal. Sehe ich so keinen auf meiner Liste. Obwohl der Name Angbodiertal sagt mir was. Na gut, schreibe ich erstmal auf. Er heißt Beorn. Der Name kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Beorn Hjallansson. In Angbodiertal. Angbodiertal. Oh ja doch, ich habe ihn hier schon stehen. Aber wir waren noch nicht da. Na gut. Und, hast du vielleicht noch eine Karte? Was sagt sie jetzt noch? In Brenthil gibt es einen, der heißt Thiomas Waffnitzson. Thiomas Waffnitzson? Der war doch hier auf der Insel. Ja, Thiomas Waffnitzson ist hier in Manrek. Den haben wir auch schon getroffen. Warum soll der jetzt auch noch in Brenthil sein? Ach so, Brenthil ist eines der beiden Dörfer hier auf Manrek. Na, okay, dann passt das ja. Der Tipp hilft uns also auch nicht. Und sie grübelt eine Weile. Ach, was soll's. Ich kann mit den Pergamentfetzen sowieso nichts anfangen. Ich habe da eine Karte, die habe ich von meiner Großmutter geerbt. Aber ich sag's euch gleich, da werdet ihr nicht viel mit anfangen können, weil mehr als die Hälfte fehlt. Außerdem gibt's da noch ein Problem. Ich habe die Karte nicht dabei. Die ist in Guddasunden und wir müssten sie erst holen. In Guddasunden, wo ist Guddasunden? Aber ja, wir werden es auf jeden Fall tun, denn die Karte ist wichtig. Wenn ihr das tun würdet, ... Na klar, macht euch reisefertig, wir laufen gleich aus. Ei, ei, Captain. Sofort macht Swafnild das Schiff startklar und eine Viertelstunde später stecht ihr in See. Ihr fahrt die ganze Zeit die Küste entlang. Nach wenigen Tagen erreicht ihr Guddasunden. Wartet hier, sagt Swafnild und schon ist sie verschwunden. 2 Stunden später kehrt sie zurück und überreicht euch einen vergilbten Pergamentfetzen. Das ist die Karte. Ich hoffe, euch nützt sie mehr als mir. Und wir haben jetzt schon sehr viel von der Karte, also 1, 2, 3, 4, 5 Teile anscheinend. Fehlen nur noch 4, um die komplette Karte zu haben. Und hier steht Haskagr 1000. Das ist das neueste Stück. Haskr. Ist das irgendeine Stadt vielleicht? Sollten wir uns auf der Weltkarte auf jeden Fall nochmal umgucken. Ich muss jetzt über Kord und Trebahn nach Runinshafen. Wenn ihr wollt, kann ich auch noch ein Stück mitnehmen. Ich weiß ja nicht mehr, wo wir jetzt sind. Also Guddasunden. Ja, ich hatte ja mal Namen rausgeschrieben von Städten, die an der Küste entlang Richtung Skjall sind, um da schneller hinzukommen. Und Guddasunden gehört dazu.
Das heißt, Guttersunden ist irgendwo westlich von Skjell und Prem an der Westküste. Und jetzt will sie nach Kord und Trebern und Runenshafen. Das sagt mir aber leider gar nichts. Also nein, danke. Ich bleibe lieber da, wo ich mich auskenne. Hat mich gefreut, euch helfen zu können. Ihr bedankt euch bei Swaffle und nach einer längeren Verabschiedung geht ihr von Bord. Die Torwallerin winkt euch vom Schiff noch einmal zu. Dann sticht die Hollandstolz wieder in See. Gut, wir sind also jetzt in Guttersunden, auch wenn ich nicht direkt weiß, wo es ist. Nur irgendwo an der Westküste. Aber das können wir ja schnell ändern. Oder auch nicht, da wir nicht wissen, wo hier der Ausgang ist. So, wirklich groß scheint es ja nicht zu sein. Und bitte, bitte lasst es einen Landausgang haben. Sieht aber nicht so aus. Ich habe da echt Pech bei solchen Sachen. Da ist der Hafen. Da vielleicht noch. Aber hier ist überall nur grüne Fläche und ein paar Häuser. Nee, kein Landausgang. Also wir sind irgendwo an der Westküste, wir wissen nicht genau wo und können jetzt im Hafen auch nicht gucken, wo wir sind, sondern wir können einfach nur blindlings wieder irgendwelche Schiffe nehmen. Ja gut, das machen wir mal nächste Folge. Husche ich erstmal schnell zum Tempel. Genau hier. Ein Svafnir-Tempel. Speichern. LP 28. Und wir sehen uns gleich wieder.